Als Mannequin hat er sie in Saint-Tropez kennengelernt. Eliette Moret, 30 Jahre jünger als Karajan, eine Vorzeigefrau, charmant und repräsentativ. Sie täuschte jenen gesellschaftlichen Glanz vor, den Karajan zwar schätzte, dem er sich jedoch zu entziehen wusste. Er hatte nun sein Schönheitsideal nicht nur in der Musik, sondern auch zu Hause verwirklicht. Er war lieber zu Hause und hat ein Bolito Misto gegessen, als im Goldenen Hirsch, wo er am Anfang war. Als im Goldenen Hirsch zu sitzen und bla bla zu reden, das mochte er nicht. Was Karajan mochte, das waren makellose, für die Öffentlichkeit bestimmte Bilder. Allzu Menschliches wurde eliminiert. Der Maestro im Überholmanöver, ein Sieger in jeder Hinsicht, ein Bezwinger von Geschwindigkeit und Zeit. Sein Fahrer, von dem er sich mitunter chauffieren ließ, weiß auch heute noch ein Lied davon zu singen. Ja, zu mir war er eigentlich sehr korrekt, oder seine Klassenbefehle. Jetzt fahren wir oder wir fahren dort oder fahren Sie so schnell als möglich, ohne etwas zu riskieren. Das war natürlich für mich als ehemaliger Heereskraftfahrer eine große Herausforderung und einfach eine tolle Sache. Karajan, wie Karajan ihn liebte, vom Publikum angebetet, von Großindustriellen, Politikern und Herrschern aller Arten hofiert. Ein Jahrhundertphänomen, das mangels an Beweisstücken noch unerforscht ist.